Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tekken 7, die Charakter-Episoden. Und ja, heute haben wir vier Menschen vor uns, und zwar die Xaoyu, den Claudio, die Katharina und den Gigas. Mal schauen, was die vier uns zu berichten haben und wie die denn ihre Storys miteinander verknüpfen. Ich bin gespannt. Links Xiaoyu infiltrierte das Gebäude der Mishina Zaibatsu auf der Suche nach Informationen über Jin Kazamas Verschwinden. Als sie direkt vor den Augen der Wachen immer tiefer in das feindliche Gebiet vorstieß, hörte sie schließlich Heihachi Mishimas Stimme aus einem Zimmer. Er gab Befehle, Jin aufzuspüren. Gerade als Xiaoyu sich in das Zimmer schleichen wollte, tauchte ein ganz in weiß gekleideter Mann auf und schob sie zurück. »Bring mich zu Jin«, verlangte Xiaoyu unerschrocken. Einen Moment lang blieb der Mann stehen, dann befahl er Xiaoyu mitzukommen. Er führte sie aufs Dach, drehte sich schweigend zu ihr um und machte sich bereit für den Kampf. Auch Xiaoyu nahm ihre Kampfpose ein und sagte, so läuft das also. Wenn du glaubst, dass ich nur irgend so ein kleines Mädchen bin, hast du dich bedauerlicherweise getäuscht. Das klingt mal wieder nach einem Bitch-Slap. Kampf beginnen. So, Claudia, wir wissen, was du drauf hast. Aber ich habe noch nie mit Xiaoyu gekämpft. Ihr hört schon wieder den Controller vibrieren hier. Aber die hat einen ganz schönen Schlag drauf. Definitiv. Und Xiaoyu gibt es ja auch schon seit Tekken 1. Und der hat einen Rage-Modus. Und den block mal ab. Boah, verdammt. Ja, jetzt kommt er aber hier. Bams. Und er kriegt da einen Bitch-Slap ins Gesicht. Wir springen ihm an. Ja, Mann. Und was für Kombos hat denn bitte dieses Mädel drauf hier? Das ist ja fantastisch, perfekt gewonnen. Alter Schwede. Also ich denke mal... D'accordo. Ti permetto di venire con me. Ma dovrai essere pronto. わかってる。でも、もう迷わないって決めたから。 Bene. Era quello che volevo sentirti dire. Dass die Frauen in Tekken ziemlich stark sind. Mein Satz zu beenden. So, Claudio führt definitiv was im Schilde. Ihr habt den Blick gesehen. Er wurde düster. Und nun bin ich gespannt, wie es denn ausgeht, wenn Claudio gewinnt. Ob Xiaoyu dann verschwinden muss oder ob sie K.O. und bewusstlos am Boden liegen bleibt. Wir wissen ja, er ist ein Exorzist. Ja, lassen wir uns überraschen. Niente di più facile. Die Sirius-Schützen, eine Geheimgesellschaft von Exorzisten, üben seit Jahrhunderten einen weitreichenden Einfluss auf die europäische Geschichte aus. Der mächtigste Exorzist der aktuellen Generation ist Claudio, der die Mishima Zaibatsu besuchte, als ihre Gruppen sich gegen ein ganz bestimmtes Übel zusammengeschlossen hatten. Nachdem sie Informationen über die Ziele, Kazuya Mishima und Jin Kazama, ausgetauscht hatten und Claudio den Kontrollraum verlassen hatte, stellte sich ihm ein junges Mädchen in den Weg. Haben wir gerade gesehen, die Link Xiaoyu. Er war kurz davor, die Wachen zu rufen, als sie verlangte, zu Jin gebracht zu werden. Da kam Claudio eine Idee. Er führte sie aufs Dach und machte sich grinsend für den Kampf gegen sie bereit. Sarà un piacere combattere contro di te. Round 1. Fight. So, wir schlagen keine Frauen außer und Tekken. Boah. Zack. Bitch-Slap. Bams. Okay, das geht schnell. Also wenn wir die Xiaoyu nicht zum Schlagen bringen, also nicht zu ihrem Kombos kommen lassen, dann haben wir sie. Das heißt, immer angreifen. So. Bams. Bams. Bleib mir ja vom Leib. Zack. Come desideri.
puoi unirti a me. Credo che sarai un'ottima esca per la mia preda. Also möchte der liebe gute Claudio die Ling Xiaoyu als Köder für Jin Kazama auslegen. Vielleicht erfahren wir das ja in Tekken 8. Bin mal gespannt. Vielleicht kommt auch noch ein cooler DLC. Einfach mal abwarten. Weiter geht's mit Katarina. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Katarina Alves hatte ihre Eltern in jungen Jahren verloren und eine längere Zeit in einem Waisenhaus verbracht, bevor ein ihr unbekannter Mann sie adoptierte. Anfangs lehnte sie sich gegen ihn auf und benutzte dafür nicht gerade nette Worte. Doch der Mann konnte ihre raue Schale dank seiner Freundlichkeit und Geduld durchbrechen. Sie kamen sich näher, doch ihre Vorliebe für unflätige Ausdrücke blieb bestehen. Eines Tages verschwand Katarinas Adoptivvater. Sie wollte ihn zwar unbedingt finden, allerdings fehlte ihr das Geld dafür. Dann erfuhr sie vom King of Iron Fist Tournament. Mit den Savate-Techniken, die der Mann ihr beigebracht hatte, wollte Katarina das Turnier gewinnen und sich den Geldpreis sichern. Der Tag des ersten Kampfes brach an, die Arena war das Dach des Millennium Towers der T-Corporation. Nur so viel lesen muss, bleibt einem schon mal die Spucke im Hals stecken. Als Katarina ihren Gegner erblickte, sah sie nichts weiter als einen gigantischen Muskelberg. Das konnte unmöglich ein Mensch sein. Sai pra dentro, sua aberração. Round 1. Ach du Schande. Fight. Bams. Okay. Der Heli ist natürlich auch richtig cool da hinten. Na komm, komm Gigas. Ach nein. Zack, in der Hoden. Round 2. Fight. Jetzt gibt's auf die Socken. Ach nein. Mal gucken, was Katarina so drauf hat mit den Sabate-Techniken hier. Ah! Gigas legt los, verdammte Scheiße. Bams, der hat gesessen. Bams, der hat gesessen. Geil. You win. Tja, da würde ich sagen, von wegen Monster stellt sich schützend vor diese Frau. Gut, schauen wir eben uns mal den Gigas an. Eine der Waffenabteilungen der T-Corporation nahm mit ihrer neuesten biologischen Waffe am King of Iron Fist Tournament teil. Und zwar aus zweierlei Gründen. Um die Stärke ihrer humanoiden Waffe der nächsten Generation gegen eine ähnliche Kampfmaschine von G-Corp zu testen und um Mayachi Mitima zu provozieren. Ironischerweise sollte die erste Begegnung auf dem Dach des Millennium Tower der G-Corp stattfinden, wahrscheinlich als Vergeltung für den Affront gegenüber Heihachi. Also ein Affront ist quasi eine Provokation, ja? Unbeeindruckt von der bemerkenswerten Schönheit des Wolkenkratzers wartete Gigas auf sein erstes Opfer. Und da ist er. Ich bin gespannt, was er drauf hat. Bams!
Also der hat schon richtig Kraft, der hat richtig Power, der Kleine. Ihr seht's. Boah! Aber Katharina ist eben nicht zu unterschätzen. Jetzt geht's ab, junge Frau. Bäh! Boah! Heftig. Also schnell ist er nicht, aber der hat eben tierisch was drauf. Wenn er trifft, trifft er richtig, aber Katharina eben auch. Ich versuch mal. Ah nein, jetzt hat sie wieder Rage-Modus. Ich muss jetzt weg. Uah. Nichts gibt's. Er wollte Katharina sagen. So, jetzt nehmen wir mal an, Katharinas Adoptivvater ist verschwunden. Die G-Corp macht humanoide Experimente. Kann das sein, dass Gigas der genmanipulierte Adoptivvater von ihr ist? Dass die G-Corp ihn entführt hat, ins Labor gesteckt hat, wir kennen ja solche Filme, und aus ihm diesen gigantischen Muskelberg gemacht hat? Wir wissen es nicht. Wir werden es auch nicht erfahren, oder vielleicht ja doch. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Und dann geht es nämlich weiter mit Master Raven, Dragunov, Paul und Panda. Also, dran geblieben, reingehauen. Ich freue mich auf euch.